du einfach mal um. Wir sollten sowieso so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir wissen ja nicht, was uns hier erwartet. Es ist hier ziemlich dunkel drinne, weil ich die Helligkeit immer noch nicht weiter hochgestellt habe, weil ich das gar nicht einsehe, dass ich hier bei Tag hell, bei Tag heller Beleuchtung hier runtergehe. Muss doch gar nicht sein, oder? Außerdem erschrecke ich mich dann viel mehr, wenn man dann mal irgendwo, ja, hinter sich ein Zischbumm hört oder sowas. Ihr wisst ja, wie ich da bin. Ich bin ja da extrem schreckhaft. Ich habe immer Angst vorm Sterben. Ja, und ich glaube, das macht aber auch den Reiz von Minecraft aus. Dieses, ja, einerseits dieses Rohstoffe abbauen und dann dabei bei Erkundung nie zu wissen, was einen erwartet. Man kann nie voraussagen, ob man von der Höhlenerkundung lebendig zurückkommt oder tot. Obwohl, einfach. Wir lassen auch einfach. Also ich stelle das jetzt nicht höher, weil, bevor ich hier dann abkratze oder sowas. Und ich finde, manchmal ist einfach schon ausreichend. Gerade in so einer neuen Gegend, wo ich dann noch nicht so viele Waffen habe und sowas, würde ich dann sagen, ja, ohne Diamanten im Gepäck, also ohne Diamantschwert oder sowas im Gepäck, würde ich eher erstmal auf einfach wieder zocken. Ganz einfach der Sicherheit halber. Weil man weiß ja auch nie, was einen erwartet. Es kann sein, dass es alles hier völlig übertrieben ist, dass ich da so einen Schiss habe, dass da irgendwas kommt. Es kann aber auch sein, dass ich hier gerade gemütlich am Eisen abbauen bin oder irgendwas anderes abbaue und dann von hinten oder von der Seite irgendein Mistvieh kommt. Und ich höre jetzt schon irgendwie wieder einen Zombie. Ich habe mich zu Tode erschreckt, obwohl dieses Geräusch auf meinem rechten Ohr eigentlich total leise ist. Auf dem linken Ohr höre ich es gar nicht, weil ich da den Kopfhörer gar nicht aufsetze. Damit ich mein eigenes Wort bei lauten Liedern und sowas überhaupt noch verstehe. Ja. Oh. Oh, guckt sich das mal einer an da hinten. Gucke mal, da geht's raus. Eventuell. Oh, ich piss mich hier gleich ein vor Angst. Lieber erstmal weg hier. Oh, es kommt schon Creeper. Ich habe schon Creeper gesehen. Da ist schon Creeper runtergefallen. Bitte, bitte, bitte nicht. Weil die kommen ja wirklich auch auf weitere Entfernung, kommen die ja jetzt zu einem. Aus weiterer Entfernung. Und dann stehen die auf einmal da und dann macht es zisch und ja, bumm. Ne? Ich bin zwar voll aufgeladen, habe auch noch eine Rüstung, aber schreckhaft bin ich trotzdem. Das ändert nichts an meiner, ja, Schreckhaftigkeit. Das wird auch nie was daran ändern. Könnte selbst, wenn ich unverwundbar wäre, ich könnte den Schaden ausschalten und ich würde mich immer wieder erschrecken. Und zwar nicht, weil ich denke, oh scheiße, jetzt wirst du gleich sterben. Sondern einfach auch deswegen, weil das manchmal halt echt extrem ist. Wenn dann so ein Vieh hinter einem auftaucht, du rechnest mit nichts Bösem und da taucht auf einmal so ein Vieh hinter dir auf. Und meint dann, ja, hier, ich spreng dich mal. Ich hab den Arsch offen. Ja. Ich glaube, das sollte hier so unser Safe Room werden. So unser Safe Room im Keller. Weil wir werden definitiv längere Zeit hier unten bleiben, mit Sicherheit. Ich bin mir nicht sicher, hundertprozentig, aber ich glaube daran, dass wir länger hier unten sind. Und deswegen sollten wir auch darauf achten, dass wir hier unten auch ein bisschen sicher sind. Wenn ich mir dann schon angucke, dass da oben ein Loch ist, dann passt mir das überhaupt nicht, da lang zu gehen. Dann will ich da eigentlich überhaupt auch überhaupt gar nicht lang.
Jo. Ach Mensch, das sind ja knapp 300 Folgen jetzt. Ich mir das jetzt mal so angucke und so überlege, wie ich angefangen habe, würde ich sagen, eine 1000-prozentige Steigerung von der Qualität her, eine 1000-prozentige Steigerung auch von der Spannung her. So spannend wie jetzt war es zum Beispiel in den ersten 100 Folgen noch nicht. Gerade auch in den ersten 30 Folgen. Ne? Klar gab es da einige Meilensteine schon, wie zum Beispiel Meine Kraft Ultra. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch? Oder zumindest einige von euch, nicht jeder. Meine Kraft Ultra, wer erinnert sich dran? Es wird Nacht. Sie sollte ich mal überlegen, mir irgendwo ein Bett zu bauen, aber ich habe gar keine Wolle dabei. Scheiße. Die habe ich ja komplett rausgepackt. Alles, was irgendwie wertvoll für mich war. Ja, ich glaube, dann bleiben wir hier mal ein bisschen an der Oberfläche. Gehen jetzt vorerst nicht in die Höhle. Da gehen wir dann hinterher wieder rein. Wo wir aus dem Dschungel zurück sind. Und hier haben wir einen Pilz. Da haben wir Schafe und Schweine und Kühe. Ach nee, nur Schweine und Kühe. Ist da was? Ich werde mal eben gucken. Wir haben ja ein Diamantschwert. Aber trotzdem. Wir haben keine großartigen Rohstoffe. Deswegen möchte ich erstmal noch so ein bisschen geschützt bleiben. Ach, geile Sache. Also ich finde das schon echt geil. Das Spiel macht auch immer noch Spaß, auch nach knapp 300 Folgen. Da oben ist ein Skelly. Hallo Mr. Skelly. Skelly und Mulder. Wer kennt sie nicht von Akte X? Mr. Skeleton Man. Ja. Und dann kommt ein Creeper von oben gefallen und sprengt mich in die Luft und hier runter. Gut, da unten ist irgendwo Lava. Interessant. Boah, geil, wie hoch das hier auch ist. Habt ihr das mal gesehen? Boah, ich liebe diese ganzen neuen Gegenden. Weil es hat sich ja damals, seitdem ich angefangen habe, hat sich ja so viel verändert. Diese ganzen Dschungel, die gab es ja alle noch gar nicht. Als ich angefangen habe zu zocken, da gab es noch nicht mal die Sümpfe. Und da gab es eine Zeit lang, gab es ja nicht mal irgendwelche Schneegegenden. Es gab keinen Schnee. Das fand ich ein bisschen berstig, aber naja, egal. Jetzt ist alles wieder beim Alten. Wir haben Schnee. Wir haben dennoch irgendwie auch neue Sachen dazu gekriegt, neue Biome. Und jetzt kommen demnächst wieder so ein paar neue Gegenden dazu. Alleine schon die Wüstenschlösser, die interessieren mich natürlich. Guck mal, hier ist dieser Ausgang zum Fluss hin. Oh, ein Creeper. Schitte. Hallo Mistvieh. Halten Sie mal deine Schnauze, bitte. Ja, komm. Miststück, komm. Miststück, komm. Komm, Miststück, komm. Komm. Braves Putt-Putt. Ja, trotzdem hier erstmal ein Loch reingesprengt. Du bist ja vielleicht ein Pisser. Entschuldigung. Du bist vielleicht ein Horst. Weiß nicht, also ich dachte, der ist im Wasser und deswegen passiert nichts. Aber der war gar nicht richtig im Wasser. Der war nur so halb im Wasser. So. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann dürften hier theoretisch auch keine Monster mehr spawnen. Oder wie ein Bekannter von mir sagt, spawnen. Die Monster spawnen ja.
Die haben ja auch alle einen Spawnpunkt. Kann man natürlich auch sagen. Spawn. Ist so völlig in Ordnung. Ist ja scheißegal, wie man etwas ausspricht. Hauptsache, man weiß, was gemeint ist. Ja, heute gibt es mal kalten Kaffee. Meine arschteuren Latte Macchiato Drinks. Die mit 49 Cent sowieso schon extrem arschteuer sind. Für 49 Cent, wenn ich überlege, was meine Freundin sich davon kaufen könnte. Ja, war natürlich alles ironisch gemeint, ne? Mann. Ja, aber so ist das eben manchmal, ne? Man hat es eben nicht einfach mit den Frauen, aber man hat es auch nicht einfach als Frau mit den Männern. Ich bin auch kein einfaches Subjekt. Das ganz bestimmt nicht. Aber es ist normal. Jeder hat so seine Eigenarten, würde ich sagen. Genauso hat auch jede Höhle ihre Eigenarten hier. Ey, das sieht echt geil aus, da wo die Lianen hier so runterhängen. Coole Sache. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ich will ja eigentlich nicht fliegen, aber cool. Wächst sogar durch Glas durch. Schön. So, fliegen aus. Übrigens möchte ich gerne mal so ein paar Buttons zuweisen. Und zwar Bind Key plus Time Add. Keine Ahnung. Okay. Oh, wie war denn das nochmal? Bind. Help. Oder ich muss Help Bind schreiben. Ach, ich hasse das immer wie die Pest. Ich kenne mich halt nicht hundertprozentig mit den Commands aus. Help Bind. So. Gut. Ah. Bind plus Time at 1000. Warte mal. At hour 1. Warum geht das nicht? Ich will auch nur Bind Ü. Wie mache ich das denn? Moment, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Help. Ach. Help Time. Wie, das geht auch? Time Day? Tatsache! Coole Sache! Wusste ich gar nicht, dass es auch im Singleplayer geht. Ich dachte, es geht nur im Multiplayer mit Time Day. Na, ich wollte eigentlich auf Plus und Minus wollte ich eigentlich jeweils eine Stunde Zeitverschiebung legen. Also das heißt, dass ich die Zeit vorspulen kann, zurückspulen kann. Damit man an sich auch mal Sachen bei Nacht oder bei Tag angucken kann, die man sonst ja nur bei der anderen Zeit gesehen hat. Ja, gut. Was wollte ich eigentlich? Achso, ich wollte ja aufs Eisen warten und dann darauf warten, dass ich hier mal eine schöne Spitzhacke machen kann. Zack, 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 zack. Vielleicht finden wir auch ein paar Diamanten. Wäre ja mal eine schöne Sache. So, wir haben auf jeden Fall zwei Spitzhacken dabei. Und eine Schaufel. Ganz wichtig.
Steinspitzhacke lassen wir trotzdem noch da. Und dann gehen wir wieder runter in die Höhle. Hier machen wir auch noch Treppen hin oder sowas. Wir werden mal gucken, wie wir den Boden hier machen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in unser Loch zurück. Hui. Ach, guck mal einer an. Da unten läuft ein Skelett rum. Möchte ich gerne mal von da oben, hier oben abschießen. Komm her, mein Freund. Interessiert ihn gar nicht so großartig. Den Knochenmann. Oh, Scheiße. Alte Scheiße. Ach so. Ich dachte, es geht hier noch viel weiter. Guck mal. Zack. Ach, Scheiße. Mensch, musst du hier unbedingt verschwinden? Kannst du nicht da bleiben, wo du hingehörst? Nein! Wo kam das bitte her? Das war doch nicht der, oder? War der das tatsächlich, dieser Knochenkopf? Das kann ja gar nicht sein, dass der mich hier runtergeschossen hat, oder? Ich weiß es ja nicht. Wow, dann hat er aber extrem gut gezielt. Und das ohne mich anzugucken. Da unten ist noch einer. Siehst du mal. Oh, da geht's aber auch noch weiter runter. Tief runter. Da oben geht's wieder in unser Haus rein, weißt du? Oh, Scheiße, Alter. Worauf lasse ich mich bloß immer ein, wenn ich in solche Höhlen gehe? Es kann doch nicht wahr sein. Entweder muss ich total bescheuert sein und lebensmüde oder einfach nur mutig.